Hey Leute, heute zocken wir mal wieder eine Runde School. Aber bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch unbedingt nochmal sagen, dass ich auch einen Discord-Server habe. Link dazu ist in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den mal joinen würdet. Und jetzt geht's los. Also als erstes von der Planung her gehen wir in die Mine. Da habe ich nämlich noch einen Quest übrig. Als zweites habe ich mir dann vorgenommen, ein kleines Haus zu bauen. Auf dem Plot vom Nico. Und zum Schluss gehen wir nochmal in die Warzone. Falls überhaupt jemand da ist. Wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall alle drei Minen hier freigeschaltet. Von 24. Naja. Gehen wir mal in die dritte Mine. Die bringt nämlich am meisten. Als Quest haben wir folgende Quest. Das ist die hier. Zack. Ich muss nämlich noch ungefähr 140 Blöcke aufbauen. Dann machen wir das mal. So, zack. Der Kies bringt mir gerade gar nichts. Ich brauche nämlich nur Steine. Ich hoffe mal, dass die Picke noch lang genug hält. Können wir mal nachschauen. Ungefähr. Oh, ich glaube, das wird echt knapp. 50 Haltbarkeit, etwas über 50 Haltbarkeit. Das wird, glaube ich, nichts. Das könnt ihr so vergessen. Oh yeah, ein Skillpunkt und mein Werkzeug ist fast kaputt. Dann machen wir einfach Slash Kit, zack. Und neues Werkzeug hier. Oh, das spammt das in den Timer komplett zu. Mal ein bisschen was essen. Dann Slash Skill. Dann machen wir mal auf Angriff, weil wir beginnen ja noch in die Warzone. Aber bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir nochmal, wie viel wir überhaupt machen müssen. Das sind noch ungefähr... Ich kann nicht rechnen. 26. Das machen wir einfach so und währenddessen bauen wir noch ein bisschen was von den Ärzten hier ab. Die bringen dann nämlich Geld. Geld. Gems. Nicht Geld. Dein Inventar ist voll. Das hatte ich ja auch noch nicht. Weil ich so viel Mist hier habe. Ich kann einfach mal die Rüstung anziehen. Und die andere Rüstung schmeiß ich einfach weg. Da freuen sich die anderen, wenn sie dann so Unbreaking 1 Rüstung aus Leder haben. Tja. Also da kann ich ja nichts sagen. Oh, perfekt. Dadurch sind wir jetzt auch Level 12. Das gefällt mir. Ich schaue jetzt nochmal, ob es irgendwelche Quests gibt. Und wenn nicht, sehen wir uns auf der... Plotworld. So, also ich habe irgendwie leider nichts gefunden, also gehen wir erstmal die Sachen hier wegbringen und dann sehen wir uns wieder. Und tada, da sind wir auch schon und wir sind hier bei den Bannern. Das ist nämlich der neue Plot. Den habe ich jetzt nicht gebaut, das war Nico. Aber hier unten gibt es die Spend. Mal gucken, ist was Neues drin. Ja, den Diamant habe ich, glaube ich, selbst reingeschmissen. Sugarcane, na, eigentlich nichts von Relevanz. Nichts Bedeutendes. Mal gucken, was gibt's denn hier noch? Das Gehege kennt ihr ja noch von letztem Mal. Diesmal haben wir sogar hier eine Tür. Dann farm ich nochmal ein bisschen und mache hier alles kaputt. Zack. Also, das müssen wir, glaube ich, nochmal umbauen. Aber, nicht heute. Wann anders mal. Heute wollen wir ja ein Haus bauen. So. Das ist nämlich das Lagerhaus. Ja geil, jetzt habe ich unter meiner Truhe. Das ist ja interessant. Das ist meine Truhe. Wir haben hier ja ziemlich viel Stein. Und irgendwo muss ein Crafting Table sein. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an und bauen ein Häusler. Meine Idee wäre, relativ schnell voranzukommen. Also bauen wir das Haus möglichst... Da ist schon die Plotgrenze, das heißt, wir müssen hier das Haus einbauen. Wir bauen das aus diesen Blöcken, weil die habe ich jetzt gerade. So, zack, zack. Brauchen wir hier noch irgendwas, um den Boden zu füllen, zum Beispiel Gravel. Zack. Zack, zack. Dann haben wir da den Eingang.
Machen wir hier zu. Noch eine Schicht oben drauf. Wir haben ja noch relativ viele Steine. Also die Idee ist jetzt erstmal Hauptsache, dass man einen hässlichen Kasten aus Stein zu haben. Aber er ist funktional und das ist für den Anfang sehr wichtig. Uiuiui, ich bagge hier. Uiuiui. Könnte ich gerade so retten. Und schon wieder reingefahren. Egal. Wir machen das hier einfach mal zu. Zack, zack, zack. Ja, ob diese 9 Steine hier reichen, das weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube. Wir mogeln einfach. Ja, fällt keinem auf. Das heißt, ich muss mir immer einen Baum überlegen, der hinten ist und wo es nicht stört, wenn ich ein bisschen was abbaue. Ja, toll. Ein Holz. Da kann ich nichts abbauen. Wo ich vielleicht noch was abbauen kann, ist hier. Ja, das ist gut. Ich nehme mir auch ein bisschen was von der Wurzel weg. Brauche außerdem dann noch eine Baumfarm. Wir bleiben erstmal bei dem durchaus sehr, sehr hässlichen Grasboden. Das sind ja vorankommende Türen. Zack. Na, das sieht hässlich aus. Muss bündig sein. So. Dann noch eine andere Idee. Als Verschönerung. So. So ein bisschen mit so einem Winkel hier drin. Sieht ein bisschen besser aus. Dann basteln wir uns mal eine Truhe. Oder tun wir. Ja, was tun wir da denn rein? Alles, was nicht aus dem Kit kommt. Weil die Kit-Sachen, die sind nichts wert. Dann hole ich nochmal schnell meine Sachen von drüben. Ich bin zu faul. Naja, na komm. Die Truhe kannst du mir auch noch geben. Ja, passt nicht mehr ins Inventar. Und ich sehe noch eine zweite Sache, die wir unbedingt bauen müssen, nämlich den Durchgang. Das ist relativ hoffnungslos. Das ist besonders, besonders, nicht besonders, besonders, besonders. Das muss weg. Zack, 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 zack. Zack und zack. Und zack. Okay. Die wichtigsten Sachen habe ich schon mal. Dann sollte ich mir mal einen Mülleimer hinstellen. Dann schaue ich mir mal an, wo ich hier theoretisch durchkomme. Ich glaube hier. Also ich denke, wir haben hier jetzt einen ganz guten, aber auch sehr hässlichen Anfang für ein Haus. Soll ja erstmal nur funktional sein. Also ist es eher so eine Art Bunker. Immerhin, wie ihr hier seht, wir haben ein Fenster, wo man rausschauen kann. Und da sehe ich den Busch, der ist super dunkel. Ne? Ist ja komisch. Dann kann ich hier nochmal einen Reinfallschutz machen. Kann man nicht reinfallen. Auch sehr schön. Nicht. Also bevor das jetzt hier zu Ende geht, die Aufnahme, wollten wir natürlich noch in die Warzone gehen. Ich gehe mit Standardausrüstung rein, weil ich keinen Bock habe, irgendwas zu verlieren. Und wir reißen alles. Ready, go. Und es geht los. Wir haben exakt einen Gegner in der Warzone und der will erstmal gefunden werden. Wo ist er denn? Also das ist echt eine schlechte Quote. Warum haben wir so wenige Gegner hier? Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich muss ihm mal helfen. So, habe ich ihm mal geholfen. So kommt er auf jeden Plot. Mal gucken, ob er es denn auch verstanden hat. Ne, das war, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Das war eine sehr schlechte Idee. Okay, da ist der Gamer. Ich wette, der muss irgendwo am Anfang der Warzone sein. Der gehen wir auf mal zu und müssen mal hoffen, dass er ein ähnliches Level ist wie ich. Und dann schnetzeln wir den mal. Wo ist er denn? Ich finde dich nicht. Oh Leute, tut mir echt leid. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Da können wir, glaube ich, 2, 3, 4 Stunden abwarten. Und so viel Zeit habe ich leider nicht. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Verabschiedung. Bis dann. Also für die Verabschiedung habe ich mir so gedacht, ja, machen wir das mal auf einem sehr hässlichen Platz. Und zwar auf meinem neuen Haus. Wie auch immer. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und damit sage ich jetzt Tschüss.